Mit Verstärkung aus der NHL ins letzte WM-Vorbereitungsspiel gegen Österreich. Die Augen der Fans natürlich gerichtet auf Philipp Grubauer, Moritz Seider und natürlich auch von den Ottawa Senators, Tim Stützle. Deutschland aber mit insgesamt 10 Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche, zur Vorbereitungsphase in Dresden. Und mit einem guten ersten Drittel, 4 Minuten vor dem Ende, der Solo-Lauf von Daniel Fischbuch endet in der Fanghand von Bernhard Starkbaum, der gut hielt in den ersten 20 Minuten, eingeleitet von Tim Stützle. Wenige Momente später. Immer noch dieselbe Reihe auf dem Eis. Dann Moritz Seider auf Stützle, der wieder zurück. Und der Schuss knapp vorbei am Lattenkreuz. Wenig Sicht für den österreichischen Goalie. Und Moritz Seider hat schon den ein oder anderen Treffer aus der Situation für die Detroit Red Wings gelegt. Auf der anderen Seite nochmal Powerplay für Österreich. Das geht fast schief. Dann kommt aber der Pass auf Baumgartner. Und der zielt richtig genau. Trifft den Pfosten, Tor relativ weit offen. Philipp Grubauer hätte den nicht gehabt. Aber somit blieb's beim 0:0 nach dem ersten Drittel. Roger Bader, der österreichische Trainer, er sah noch Luft nach oben und sein Team spielte dann auch besser. Die erste Chance im Mittelabschnitt, aber erstmal für Deutschland. Taro Jentsch, klasse Bewegung hier bei diesem Konterlauf. Und dann versucht er selber und das war richtig knapp. Ein Raunen ging durch die Helios Arena, weil die Scheibe hier an den linken Pfosten klatscht. Österreich aber jetzt besser im Spiel. Vor allem das Umschaltspiel. Machen sie gut, machen sie stark. Wieder Baumgartner, Kirchschläger und dann Läppler. Tipp-in 0:1. Brian Läppler in der Saison 2015-2016 beim ERC Ingolstadt. Man kennt seine Torjägerqualitäten, die er hier auspackt. Deutschland lässt sich da ein bisschen sehr in die Tiefe locken und Läppler hat keine Probleme einzunetzen gegen Dustin Strahlmeier. Der wurde kurz zuvor für Grubauer eingewechselt. Und wieder Österreich und wieder ging schnell in die andere Richtung. Fehler hinten in der Verteidigung. Und der Schuss wieder von Läppler. Pfosten rettet für Dustin Strahlmeier. Hätte durchaus 0:2 stehen können in dieser Situation. So die Partie weiter spannend im zweiten Drittel. Die letzten Sekunden liefen. Deutschland noch mit einem Powerplay just in der Sekunde abgelaufen. Und dann kam Karatschuk zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Der Ausgleich. Ausgerechnet Alexander Karatschun vor seinen Heimfans. Der Stürmer der Schwenninger Wild Wings, wie man ihn kennt, mit viel Zug zum Tor, sieht, die Scheibe ist frei. Und da bleibt er zäh, bleibt er unnachgiebig, bleibt er griffig und macht das 1:1. So der Drittelstand dann auch nach 40 Minuten. Hinein in den Schlussabschnitt. Österreich begann furios mit diesem Unterzahlkonter. Ali Vukovic, der gebürtige Wiener. Guter Abschluss, Dustin Strahlmeier. Mittlerweile aber im Spiel angekommen. Sehr, sehr solide seine Performance. 5 Minuten noch zu gehen. Österreich will sich befreien. Deutschland bleibt dran. Über Leon Hüttl auf Stefan Leubel. Und der zieht ab und trifft. Der gebürtige Straubinger bringt Deutschland in Minute 56 zum ersten Mal in Führung. Hatte schon gegen die Schweiz getroffen und da findet er irgendwie die Lücke an Starkbaum vorbei zum 2:1. Österreich dann natürlich all in bei Powerplay. Zogen sie den Goalie und dann Maximilian Kastner vom EHC Red Bull München. Gewinnt dieses Bulli. Bittner mit dem Befreiungsschlag. Aber der Pass perfekt ins Tor. Empty Net Goal. 3:1. Die endgültige Entscheidung für Schwarz-Rot-Gold in diesem Derby gegen Österreich. Tolle Kulisse hier. Macht immer Spaß, wenn kommt ja nicht immer in den Genuss, mit der Nationalmannschaft in Deutschland zu spielen. Das ist das natürlich ein Fest. Umso schöner, dass wir das hier mit dem Sieg krönen konnten. Ich meine, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich denke, die Kulisse, ja, hat einfach super geholfen. Ich denke, wir haben nicht so gut ins Spiel gefunden, aber es dauert immer ein bisschen und viele neue Jungs auch dabei. Aber ich denke, wir haben das Spiel gewonnen, das ist das Wichtigste. Es ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber die Vorfreude ist groß. Die WM-Generalprobe fürs Auftaktspiel gegen Kanada am 13. Mai ist geglückt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.